zusammen und willkommen zurück bei F1 2018 im Multiplayer mit Fresh Fries MG, Onkel Poppy, Rufus und mir hier beim großen Preis von Japan. Hallo! Hallo. Guten Tag! Hi! So, wie wird's Wetter? Regen. Nee. Ernsthaft? Doch selber nach. Nein. Ja, guck nach. Schnee! Ich warte auf Schnee, nicht auf Regen. Nee, Schnee, bitte kein Schnee mehr. Danke. Echt? Wir haben noch nicht einen Millimeter Schnee gehabt. Ja. Ich auch nicht. Ja. Ich hätte auch gern Schneegenreh. Okay, wir ändern dein Setup. Willst du gern meine 1,5 Meter vor der Haustür? Ja, gerne. Hätte ich in der Tat gerne, weil dann kein Zug fährt, dann muss ich morgen nicht arbeiten. Richtig. Du hast doch Homeoffice. Homeoffice. Funktioniert bei uns wahrscheinlich auch das Internet nicht. Ja, ja. Ist dann instant stillgelegt. Hier ist man nicht auf Schnee eingebaut. Bei euch kommt auch das Internet über die Oberleitung, oder? Nee, normal nicht, aber wer weiß, Motor. Wenn ein bisschen kalt draußen ist. Motor. So, Leute. Sind die Kabel nur hitzebeständig, nicht kältebeständig. Achso, okay. Also gegen Feuer geschützt. Hier ist vor mir rausgefahren. Kuckuck. Ja, ja. Schieß mich nicht ab. Was? Das sagst du? Ich hab den nicht abgeschossen. Du bist mir reingefahren. Die Emotionen aus Russland kochen immer noch hoch. Böse Möse. Heute fahre ich übrigens nicht, heute fährt da nicht quer für mich. Dann halte ich besser ab. Kann ja nur besser werden. Obwohl er irgendwie mal Testfahrer bei Ferrari gewesen ist, habe ich das Gefühl, dass er eine Abneigung gegen Ferrari-Fahrer hat. Kann ja sein. Weil er keinen Platz gekriegt hat. Ja, der hat Platz gekriegt. Bei Red Bull. Ne, im Ferrari, meine ich. In einem Ferrari-Simulator vielleicht. Ja. Weil ich vermute mal, dass er so ein Typ ist, der sagt, ich war da schon mal und ich kriege da jetzt einen Platz. Wer weiß auch, was die ihm versprochen haben, keine Ahnung. Hä? Versprochen haben die ihm nichts außer dem Simulatorplatz. Deswegen sehe ich jetzt wieder zurück bei Toro Rosso. Ich weiß auch keinen anderen Nachwuchsfahrer zurzeit gibt beim Red Bull. Ich meine, die hätten sicher jemand anderen genommen, wenn die jemand anderen gehabt hätten. Ja, hätten sie genommen. Haben ja also, ich weiß ja auch, ich glaube nicht, dass sie sonst auch Brandon Hartley genommen hätten, wenn das nicht irgendwie, wenn das da eine Alternative gegeben hätte. Ja. Rufus ist immer noch sauer, dass seine Bewerbung abgelehnt wurde. Welche, die fernmündliche? Ja, ich bin ein bisschen ausgerutscht. Verwarnung, Streckenbegrenzung überschritten. Dabei bin ich jetzt langsam gefahren. Ich war noch nicht mal in der Hotlap. Die Nachwirkungen von Russland, oder wie? Ich war noch nicht mal in der Hotlap. Aber von Rufus von Russland. Was ist mit mir? Zuhören, dann wisst ihr es. Wird überbewertet. Hallo, Konzentration. Hallo, Poppy. Ja, weil ihr alle so leise seid. Ach, so konzentriert bin ich nicht. Das ist die erste Runde, so schnell muss die nicht sein. Nein, ich war auch ganz verbremst. Fuck. Warum, fuck? In dem Moment, wo du es gerade sagst, so schnell musst du nicht sein, verbremse mich erstmal. Nur machst du sowas? Lass das doch mal. Ihr habt doch gesagt, die muss nicht so schnell sein. Alter, und die letzte Schikane mega kacke genommen. Da hab ich locker nochmal 15 liegen lassen. Eigentlich bis auf den Verbremser bin ich so sauber gefahren. Bis auf die letzte Schikane bin ich eigentlich auch sauber gefahren. Ihr seid beide sauber gefahren. In der Tat. Oh. Füße hoch, der kommt flach. Ernsthaft, Rufus, verstehe ich nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ist dein Ernst. Ja? Das ist ungefähr wie Haargel. Haargel? Warum redest du jetzt von Haargel? Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich hab's vergessen. Es gibt's nicht. Was?
War ja nur das Ungarnrennen, ist ja schon Ewigkeit mehr. Ja, aufnahmetechnisch schon. Alonso ist ja geil. Warum? Er kommt aus der Box raus, hat also weder Zeit noch sonst irgendwas, aber in den Assists, da lässt er mich überholen. Geil. Da lässt man wirklich überholen. Der hat dich da nicht überholen lassen, die KI ist so scheiße in den Assists. Oh ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Rufus fährt jetzt das Rennen? Alter! Was denn? Der Stroll kam hinter mir aus der Box, erstmal durch mich durchgefahren, beim Beschleunigen aus der Box. Der kam übelst rausgeschossen. Ja, als hätte der kein Tempolimit gehabt. Der hat's halt eilig, ne? Ja, und jetzt steht er hier vor mir wie so ein... Ah. Wie so ein Dölmer. Jetzt hat er sich ganz weit hinter mich gepackt. Ne, der ist jetzt gar nicht mehr auf der Strecke. Hä? Wo ist der hin? Der war gerade vor mir auf der Strecke. Rufus, die Geister. What the fuck? Ich hab mich mit Schiss. Und der ist wieder vor dir. Der ist in ihm. Auf einmal fliegt er durch die Luft. Die Geister, die ich rief. Ja, so ungefähr. So, Session-Info, wie sieht's aus? Kann mal bitte jemand gucken, ob Stroll auf der Strecke ist? Alter, im letzten Sektor habe ich mega verloren. Echt, wie viel? Ich habe auf dich 9 Zehntel verloren im letzten Sektor. Und das, obwohl ich eine gelbe Nase habe? Nice. Da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Ich kann Stroll nicht in der TV-Kamera hier auswählen. Also ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, der ist. Alter, jetzt habe ich übelst Schiss. Kaputt. Ich habe einen Pöller mitgenommen. Nicht in dieser Runde. Ich habe in dem Moment einen Pöller wegfliegen sehen, wie ich zu dir geschalten habe. So, ich stoppen wir den. Okay. Fünfter im Temporadar. Ja, das könnte dieser Verbremser sein, die Sekunde. Grubfurz ist. Was für ein Furz? 16. Grufutz. Ach, der Furz. Erstmal einen Schluck trinken. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 31,7. Ein frisches Wässerchen. Becherchen. Er kann kein Becherchen trüben. Kein Becherchen? Ja. Reifenauswahl, gelb. Er will mit gelb fahren. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Rufutz, da ist er. Hey. Da kommt der Arsch. Rufutz, was ist los? Fährst auch was? Da bist du mit durchdrehenden Reifen aus der Box gefahren. Das sah ganz eigenartig aus. Ja. Aber so gehört es sich. Man tut halt, was man kann, ne? Ist auch super, wie man, wenn man aus der Box rausfährt, noch für 3 Meter DRS bekommt. Hat sich aber auch, glaube ich. Und wo landet concentrated. Auf den Füßen. Auf. Erster. Oh, nice. 29-0. Oh, ja, der letzte Schikane. Die letzte Schikane hatten rausgerissen in dem Moment. Hat er die gerade genommen, ja? Nee, da wo ich halt die Zeit verloren habe. Nice, nice. Guck mal Fresh zu. Hör auf mit sowas. Bist du auf der Outlap oder wie? Naja. Rufus ist aber 15. im Temporadar. Ja, ist irgendwo wieder gerade rausgefahren. Natürlich, immer. Hat 5 Platz Gridstrafe. Ja, anstatt unter die Brücke durchzufahren, habe ich mich hochgebackt und bin dann 130R gefahren Richtung Ziel. Ah, okay. 130? Ja, so heißt die Kurve. Ja. Dose gondelt schon wieder auf Soft. Und er sagt, Dose lernt unwichtige Fakten auswendig, weißt du? Ja. Oh, dann habe ich das mit dir gesagt. Letztes Mal. Ja. Was? Nein, das will ich mit diesem haben. Haben wir alle auf Aufnahme. Ja. Das will ich hören. Ja, und kannst dir gerne die Aufnahme angucken. Aber egal, wem wird's drauf sein. Poppy. Okay. Ah.
Wenn du aufgenommen hättest bei dir selber. Ne, da wird das rausschneiden. Ja, natürlich. Das ist ihm zu viel Arbeit. Ich kenne. Böse. Oh, da bist du aber weit rausgekommen. Nein, nein, alles gut. Ach so, ich hab gedacht, du meinst. Bisschen mehr Schwung mitgenommen. Alter, kannst du das Schlürfen aufhören? Alter. Der Tee schmeckt aber so gut. Ja, ich möchte ihn mit euch zusammen genießen. Man kann Tee auch wie ein Mann trinken, wenn ich will. Ja. Genau, mit Strohhalm. Mit Strohhalm? Ja. Man schlürft nicht beim Trinken. Man trinkt nicht beim Schlürfen. Oder so. Man trinkt nicht. Ich musste, Alter, wenn ich lachen muss, ich hab was im Mund. Der kommt aus der Nase wieder raus. Jo, das, oh, das ist schön. Das ist lustig. Deswegen jetzt hab ich, wusste ich fast schon, ne? Boah. Ah, du hast ihn abgekürzt im letzten Sektor, my friend. Gar nicht. No, was? Ja, aber sowas von. 14. vorn. Jetzt muss ich nur noch im ersten und zweiten Sektor eine Stelle finden, wo ich abkürzen kann. Am ersten bist du eine Sekunde zurück. Dose ist einfach ein zweiter mit Softreifen. Ich werd bekloppt. Wo hat Dose denn abgekürzt? Überall. Ja, der fährt still und heimlich. Natürlich. Der hat statt Reifen Raketen dran. Wollt ihr niemand mit meinem Setup fahren? Ich hab's getestet, ja. 1,32 bin ich gefahren. Bist du hier gelb? Keine Ahnung, warum. Yo, bis hier, yo! Alter. Was war in dem Tee? Wodka. Sehr viel Wodka. Rum. Wodka Gorbatschow. Tee und Rum, also wenn schon, denn schon richtig. Ein Pinchen, um getroffen zu sein. Das saß reines Tee. Alter, die haben sie auch ins Leben geschissen und so umrühren vergessen. Er hat die Woche den MG trainiert. Kennst du nicht Wodka Gorbatschow? Der war jetzt doch Nein! Was ist los? Verstehe ich nicht, hab den nicht verstanden. War das ein Witz? Meiner, meinte er. Was hast du denn gesagt? Dass du eine Woche den MG trainiert hast. Das bedeutet? Von der Treppe runterfallen auf den Kopf. Jawohl! Ja, aber er hat auch dich beleidigt. Jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Ja, der ist ja gegen mich. Noch so am Lachen, ja, der ist ja gegen mich. Erkenntnis des Tages, ey. Scheiß Dreck. Ich würfe jetzt. Je nachdem wie hoch die Punktzahl ist, desto höher. Nee, warte mal, desto besser bin ich. Was? Ich hab eine 6 gewürfelt, jawohl. Er würfelt eine 1 und sagt, er hat eine 6 gewürfelt. Du würfelst so auf der Kante stehen geblieben, was 0 bedeutet, weißt du? Vom Tisch gefallen. Kippe zählt nicht. Kippe ist 0. Nochmal. Nee, was nicht zählt, ist 0. Quatsch! Mensch, ärgere dich nicht, Spiel übrigens, ich hab 2018 mit einem Win beendet. Weil danach habe ich keine Lust mehr gehabt zu spielen. Und zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Er ist auch so einmal gewonnen. Ja, ich spiele nicht mehr. Klar, ja. Habe ich auch gesagt, ja. Was ist denn los, MG? Was kriegt Nick? Ja, Alter, das Lenkrad ist aber gut am Arbeiten bei dir. Der MG hat einen Picknick gemacht. Im Grün? Ja. Nee, im Sand. Wenn man die und noch schon wieder. Mann. Der wollte einen Sandburg bauen. Wenn man mal einen Fehler macht, ne, ist ja okay. Hast ja du auch eingebaut, so ist nicht. Ich laber aber dann keinen dünnen Schiss. Ach, also wenn du es noch in die Box schaffst. Das ist bei dir normal vor. Ich hoffe, du schaffst es nicht mehr in die Box. Ja, ist mir doch wurscht, ob ich als Vierter starte oder nicht. In die Box wird das schaffen in 3 Minuten, nur nicht nochmal raus. Doch, wenn er jetzt reinfährt. Der muss halt nur vor 1,30. Na gut, dann muss er ja schneller fahren als seine Normalzeit.
Also so 1,35 sollte er eigentlich schon haben, wenn er die Boxen Ausfahrt überqueren. Und das, dann muss er sich schon beeilen. Ja. Gut, wenn er sich weiter so dreht. Die Kurve hat er gut genommen. Ah, da kommt das Heck. Und der fährt noch eine Runde mit den Reifen. Schnell, Poppy. Ja. Das wird nichts. Guck ich Poppy zu. Mach doch. Mann, geh weg, Rojan. Du bist gerade aus der Box gekommen, Junge. Das ist geil, ne? Und dann parken die jungen Aces. Das bringt dich auf P4. Du bist auf P4 vorgefahren. Das ist ein Williams. Der ist aus! Der ist raus! Ich hoffe, es ist nicht Stroll gewesen. Ich komme jetzt mit 0,14 in die Box. An Sprit. Achso. 0,11, 09, 08, 07. Käsekiste. Also bis zur Box wäre ich nicht mehr gekommen mit dem Sprit. Eigentlich wäre ich stehen geblieben. Naja. Wäre vielleicht noch eine gute Zeit geworden, wenn der Junge nicht im Weg gestanden wäre. Naja. So ist das Leben, ne? No, stört mich nicht, dann starte ich halt von 4. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Oder von 5 ist mir auch Wurst. Sprit alle! Okay, von 4. Ne, von 5, Poppy. 5. Peter. Ich bin schon Peter. Achso. Ist mir doch Luna. Aber es gab für mich keine Diskussion, nochmal reinzufahren eben. Die Runde war scheiße. Hatte ich verkackt an der Stelle, bei der ich sie nicht gedacht hätte. Aber jetzt reinzufahren wäre dumm gewesen. Ja, nee. Wobei ich glaube doch schneller. Ja, ich will mir selber zugucken. Ich stehe in der Box. Das Spiel. Ohne Witz. Da kommt ein rotes Auto. Ich fahre, bleibe... Ja. Ups, ich fahre, bleibe, Fuß. Und eine 5 Sekunden Zeitstrafe, oder wie? Für mich nein. Für niemanden von uns irgendwas. Wäre verdient. Für Dose, abgekürzt. Er hat so viel Zeit gewonnen. Ja, habe ich vorhin eine Verwarnung gekriegt, weil ich die Strecke verlassen habe. Auf der Outlap. Weil ich... Oh, Freshfahrt hat aufgegeben. Ja, ich wollte neue Reifen. Weil ich den ERS eingestellt habe. Achso. Achtung, Achtung! Schnigge ist in der Box. Okay. Der Schnigge ist immer in der Box. Ein Boxenschnigge. Ja, der ist unser privates Boxenbude. Der parkt einfach mein Ersatzauto. Dein Ersatzauto. Ach, Rufus war das. Zählen die Reifen ab, nur zum Pro Team, deswegen hast du nie Reifen ab. Vielleicht eigentlich deiner Nase was, Dose? Also sieht nicht mehr gut aus, aber das ist auch eigentlich egal. Ich find's halt, traurig, dass das nicht irgendwie gezeigt wird, dass die Nase lediert ist. Das siehst du halt nicht in den TV-Kameras. Ja. Es fährt auch noch ewig rum. Warte, ich mach noch Flügel auf. Bin ich schneller.
Ich kann mal vor Rufus ins Ziel. Hahaha, gewonnen. Alter, voll drauf genagelt. Da hat das Lenkrad gewackelt, ohne Witz.